Wie wird das Trocknermaterial entsorgt, wenn dessen Lebensdauer erreicht ist und es ausgewechselt wurde? Das Trocknermaterial ist an sich ungiftig und somit auch problemlos zu entsorgen, gegebenenfalls über ein Haus- oder Industriemüll. Außer wenn es Ölanhaftungen auf der Oberfläche hat, dann muss man es natürlich als ölhaltiger Abfall entsprechend entsorgen. Die Vorschriften, die örtlichen, sind zu beachten.